Jesse. Greetings from the first days of retirement from Paris. I'm glad you agreed to take over my small wedding business. Good luck developing it. I'm so proud of you. Kisses, Aunt Mary. Okay. Hallo und herzlich willkommen zum Wedding Designer. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es die Prolog-Variante. Kostenfrei auf Steam. Und wir spielen Jesse. Und das ist also mein Laden. Oh, hier ist ein Telefon. Kann man auf jeden Fall benutzen. Oh, ist das toll hier. Sieht das nicht schön aus? Okay, ab in meinen Laden rein. Und dann schauen wir mal. Find the fuse box and turn the power on. Okay. Das wird ja wohl hier oben irgendwo sein. Special Item found. Faszinierend. Okay, coming soon. Ja. Lass mich hier durch. Lass mich da durch. Aha. So. Der kann mich auch nicht durch. Okay, dann nehmen wir den hier. Inside, outside, okay. Einfach nur drauf drücken. Vakuum finden. Machen wir doch. Lass mal die Klappe wieder zu. Oh mein Gott. Ja. Ein tolles Geschäft. Einfach vor die Straßenbahn gerannt. Move Object. Pickup. Das ist also unser Superstaubsauger. Müllentsorgung. Okay, das habe ich mir schon fast so gedacht. Also ich muss mir da keine weiteren Gedanken drum machen, sondern es wird einfach direkt in den Staubsauger reingesaugt und auf nimmer wiedersehen. So, ich soll jetzt irgendwas machen. Auf die Hand wechseln. Waschen. Okay, ich habe das System verstanden jetzt. Also checken wir mal ab, was ist hier noch Müll? Du bist Müll. Du bist Müll. Du bist kein Müll. Ja, ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher. Okay. Autobatterien. Ja, okay. Kann man jetzt sehen, wie man will, als Müll zu bezeichnen. Hier sind Blaupausen, okay. So einen Wischmopp möchte ich auch haben, der einfach Objektmanipulation. Ah. Den kann ich denn da hinstellen. Damit ich auch ja darunter sauber machen kann. Deswegen durfte das Ding auch noch nicht in den Müll. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall, unser Hochzeitsladen, der wird wunderschön. Ja, nachdem ja erstmal alles sauber gemacht wurde, ist der ganze Fußboden und überall die ganzen Fußabdrücke, nur noch 80%, 90%, dann wird das ja wohl der letzte Fleck sein. Find Pump in the Drawer. Ah, da unten. Hand. Okay. Pump up the cake.
ehrlich so. So solche Dinge aufhängen. Das macht den Laden auch direkt viel schöner. Okay, ich merke, dass mein Englisch wirklich verdammt schlecht ist. Set small decoration up on the pillars. Das sind Pillars. Ne? Also, ich mache jetzt auch eine Tür. Ah, wahrscheinlich die Dinger hier, ne? So. Ah, okay. Turn on the laptop. Okay, dann komme ich jetzt wieder raus hier, indem ich es so mache. Geh zu. Geh auf. Hallo. Wir brauchen dringend Hilfe. Unsere Hochzeit ist morgen und hat sich herausgestellt, dass die Kapelle, in der sie stattfinden soll, eine Ruine ist. Als ob das nicht genug wäre, wird sie von einheimischen Jugendlichen besetzt und es ist unmöglich, sie loszuwerden. Wir wissen, dass nur du unsere Hochzeit retten kannst. Hilf uns. J und R. Natürlich. Machen wir doch. Go to the van. Jetzt gehen wir einfach zum Van. Einmal nach links gucken, einmal nach rechts gucken und wieder nach links gucken. Wir können gehen. So, natürlich haben wir die Tür aufgelassen hier, ne? So. Nein, nicht zulassen. Bleib zu. Und ab in unser Wedding-Mobil. Ich habe jetzt wenigstens gehofft, dass man wieder so ein bisschen fahren kann. Aber okay. Kein Thema. Oh mein Gott. Okay, dann tue ich mal so, als ob es mir gefallen würde, was ich hier gerade tue. Ey, das ist ja Talk with Bob. Alter Verwalter, was ist denn mit falsch? Hallo, Kleiner. I reckon you're trying to show me you got the brawn to put up a summer fair, ain't ya? Well, listen here, Susie. You need to put them pigs into the barn first. If you do that, we'll put up a tractor race, see who's better. That is, kid. Don't sound like you're bothering the good. Man up, get some working done. What was it called there? A brewer? Verdammt. No. Ich. Ich bin ein bisschen geschockt über dieses Spiel. Okay, jetzt muss ich noch gleichzeitig mit dem Staubsauger hier rumrennen. Weil ich ja erstmal Materialien noch brauche, einsammeln muss, ne? Dann machen wir das doch. Oh mein Gott, ich merke jetzt schon, ey, das wird eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Oh mein Gott. Na, den da will ich doch.
Gut, sammeln wir jetzt erstmal ein bisschen Holz, ein paar Schrauben und was wir alles noch so brauchen, um den Schweinestall fertig zu machen. Ich bin geschockt. Ich bin wirklich über dieses Spiel geschockt. Also ich finde es nicht schlecht, dass man jetzt hier alles so selbst machen muss, aber verdammt nochmal, was hätte man nicht einfach jetzt wirklich hier ein Wedding Planner sein können? Man fängt klein an, so einfach nur geht irgendwo hin für Leute, die nicht viel Geld haben und bla. Und richtet es schön ein und so. Aber das hier ist ja schon. Das ist sehr merkwürdig, das Spiel. Und ich halte schon nur noch die linke Maustaste gedrückt, weil ich hier durchrenne, um die ganzen Sachen einzusaugen. Das Spiel macht also sehr viel Spaß. Ne, das für Leute mit einem Ordnungsfimmel? Wow. Okay, da ganz unten ist dann unsere Materialliste. Was haben wir dann zur Verfügung? Und. Und wir haben 6000 an Geld. Oder sind es die? Es ist das Pärchen, das 6000 Geld hat. Und dann müssen wir... Naja, auf jeden Fall reparieren wir jetzt erstmal den Zaun fertig. Tada! Da freuen sich die Schweinchen aber gleich. Ah, da freuen sich die Schweinchen. Okay, eins nach dem anderen. Ich hoffe, das Schweinchen bleibt dann da drinnen. Ist das Spiel schlecht? Okay. Das hat es alleine geschafft. Und jetzt du. Rein mit dir. 67%. Da hinten ist sie. Da hinten ist das letzte Schweinchen. Komm her. So, wenn ich mal hier durchrenne, kann ich auch direkt. Schweinchen. Ja. Pass auf, dass ich dein kleines Schwänzchen hier in den Staubsauger. Sorry, ja, es tut mir leid. Los, beweg dich. Dreh deine Runde und ab rein mit dir da. Mein Jott. Feinste Traktor-Key. Ja. Okay. Wo suche ich jetzt einen Traktorschlüssel? Ich weiß noch nicht mal, ob ich jetzt logisch da rangehen soll. Oder einfach von vornherein sage, hey. Der wird doch sowieso irgendwo sein, wo es keinen Sinn ergibt. Bei der Ziege zum Beispiel. Suche ich mal bei der Ziege. Okay, er zeigt eigentlich nur auf den Traktor drauf. Ist das doch so einfach? Na gut. So einfach ist es nicht. Da ist die Ziege. Boah, danke. So, hier ist die Ziege. Hier kann ich nicht rein. Okay, die Ziege hat meinen Schlüssel, den ich suche, nicht. Dann rennen wir nochmal hier hinten rein. Das wird dann wohl hier nachher der Festsaal, ne? Den ich noch reparieren muss, beschmücken darf und ach, wird das nicht schön. Dann haben wir noch diverse Toiletten.
Sorry. Special Item found. Jo. Find the Traktor Keys. Ja, ich habe keine Ahnung, wo sucht man denn den Traktorschlüssel? Und wie weit kann ich hier eigentlich rausrennen? Hier ist Ende. Oder? Ja. Ein Blümchen. I see it, kid. I may sound too twang, but I got my eagle eyes on you. I see it, kid. I may sound too twang, but I got my ja, eagle ja, ja. eyes on you. Aha. Aha. Find the way to this wipe the piece. Sure. Staubsauer, ja, ne? Nein. Nein. Okay, welche Möglichkeiten habe ich, ein Sibylen loszuwerden? Mit dem Pferd? Ich würde sie einfach, ne? Das ist schon sehr verwirrend hier, das Ganze. Sauger machen oder mich von hinten anschleichen. Hier, so. Guck mal, ich bin doch schon fast da. Ich hab's doch schon fast geschafft. So. Na, guck mal da. So, welchen Vorschlag hat der für mich? Was haben wir denn hier? Ah, okay. Das ist jetzt das Zeug, was ich dafür brauche. So, da lang geht's. Na, ja, so ein Vernebler. So ein Rauchschwarte eigentlich. Really? Okay, was soll ich? Ach, den Streckenrekord von Old Bob brechen. Ich frage mich jetzt, bitte, wie, ich muss selbst fahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei diesem Spiel die Steuerung dann groß. Das ist nicht dein Ernst. Na gut, dann freuen wir uns jetzt mal hier auf. Oh mein Gott. Okay, also das Spiel ist abwechslungsreich. Das kann man ja mal sagen. Wie soll ich das? Das ist doch. Schön. Na gut, super. Ein tolles Rennspiel. Und jetzt hier. Ich weiß immer noch nicht, was das hier alles mit dem Wedding Planner zu tun hat. Vollgas geben und durch, einfach boah, ohne Rücksicht auf Verluste. Meine Steuerung ist auch so bescheiden. Na komm, fahr. Das sind nur noch 3 Checkpoints. Das bekommst du doch hin. Letzter Checkpoint, dann. Reicht das? Back to Bob. Okay. You did it, kid. You're part of us folks now. You threw one hell of a party, you hear? Yeah?
Gut, jetzt müssen wir Dekoration aufhängen, den Fußboden sauber machen. Das wird Spaß machen. Fangen wir an, den Fußboden zu schrubben. Ja, und auf einmal glänzt er wieder. Ja, also ob er mit dem Mob hier die ganzen Risse und alles rauskriegen würde. Schön. Ah. Ich glaube, das wird die Traumhochzeit. Ich habe auch mittlerweile vergessen, wie die Auftraggeber heißen. Gut, dann müssen wir noch ein bisschen Reparaturen machen. Na, das hätte ich jetzt nicht schon vorher gewusst. Ich denke, auch niemand ist qualifizierter als ich, so einen Weddingplaner zu machen. Ne, das wird die Traumhochzeit. Okay, hier Leute, das müssen wir mal ein bisschen. Das geht so ja nicht. Das Farb muss auch weg. Genau. Auf jeden Fall muss ich ja noch. Ah, da. Da ist die Stelle, die ich gesucht habe. Komme ich da ran? So? Ja, perfekt. Dann brauche ich ja nicht extra aufs Dach springen. Repair the Bahn. Wir sind noch nicht fertig mit Repairen. Oder muss ich das. Oder ist hier noch. Ach, mal da oben ist auch noch. Okay, dann sammle ich erstmal hier den ganzen Schrott ein und dann. Reparieren wir fertig. Wo ist da? Der Repairer. Okay. 44% erst. Okay, da komme ich jetzt so nicht einfach dran. Muss ich. Oh, da oben. Okay. Allein der Zeitaufwand, den ich hier betreibe, damit die. Ist das normal für einen Weddingplaner? Da hinten ist noch. So. Jetzt haben wir das ganze Dach gerepiert. Repariert. Ja, dafür, dass ich auf Deutsch eingestellt habe, ist es ganz schön. Da frage ich mich, wozu ich da geputzt habe. Ja, yeah, ich habe verstanden. Ich brauche mehr Materialien. Ja. Na komm, holen wir uns direkt hier noch ein paar mehr. Das Hühnchen zum Beispiel. Ah, wie schön. Jetzt kann ich jetzt auch anmalen. Wie ist das nicht? Wechseln wir mal auf die Hand. Jetzt kann ich sogar anmalen. So, in Rot. So. Paint the Barren. Okay, wie mache ich das jetzt? Einfach hier draufhalten und dann wird es irgendwie. Ah, ich muss noch länger draufhalten, damit es rot wird. Verstanden. Oh Mann. Hallo? Warum geht das nicht?
Aber sag mir bitte, dass es auch von außen direkt eingefärbt ist. Natürlich nicht. Das ist definitiv kein Spiel für mich. Na, die ganze Zeit schön daneben stehen und warten. Oh Mann. Nur oh, ganz klassisch rot und weiß, ne? Zumindest von innen. Wenn es passen würde, dann würde ich jetzt noch draußen noch so eine richtige Trendfarbe reinbringen. Irgendwie grün zum Beispiel. Knallgrün. Aber so wie ich das Spiel kenne, wird es mir auch diesen Spaß verwehren. Ach, ist das nicht schön. Komm, ich mach das jetzt noch fertig. Ich darf nicht. Das ist asozial. Ja, das ist wenigstens einmal drinnen, drumherum. Hallo. Okay, aber die Wand geht wirklich nicht. Warum geht die Wand nicht? Muss ich die... Keine Ahnung. Repair the stage. Okay, muss Dekoration aufhängen. Take protective headphones from the van. Aha, okay. Ehrlich. Das ist ein schlechter Scherz jetzt, oder? Dass ich jetzt den verdammten Kühen so einen blöden... Du willst mich doch verarschen. Guck dir das arme Tier an. Ja, ne? Was macht man nicht alles für seine Kundschaft? Da bin ich mal gespannt. Ich habe auch rein zufällig für jeden in passender Größe was dabei, würde ich sagen. Rein zufällig aber auch nur. Ich schreibe euch die Maximalrechnung. Definitiv. Davon könnt ihr ausgehen. Bei so einem Mist. So, wen haben wir vergessen? Wie sieht es mit den Bienen aus? Brauchen die auch noch welche? Nein? Das ist aber gemein. Alle anderen Tiere bekommen jetzt Kopfhörer von mir verpasst. Nur die lieben Bienen nicht. Oh, was haben wir hier hinten? Was haben wir denn da? Oh, Special Item Found. Ist mir egal. Ne, wir suchen jetzt die Tiere. Wo sind die Tiere? Da oben, ich habe sie entdeckt. Auf der linken Seite. Aber bevor ich dahin renne, würde ich gerade mal noch hier schauen, nicht, dass ich wieder zurückrennen muss. Okay. Hüp. 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 Ich muss mich tausendmal dafür entschuldigen, dass ich das machen muss. Vor allem, du bist eine preisgekrönte Schaf, kann das sein? Du bist ein preisgekrönt. Du bist cool. Du bist cool. 82%. Was mit dir? 91. Das heißt, es fehlt noch jemand. Toll. Voll aufs Dach drauf springen. Wer fehlt denn noch? Ich will doch gar nicht abhauen. Ich muss jetzt dir auch vielleicht aufsetzen. Kriegst du vielleicht auch noch hier Kopfhörer? Ne, ich will nicht mit dir reden, wenn es nicht sein muss.
Okay, ich repariere schon mal die Stage. Reicht das denn an Materialien? Nein, tut es nicht. Aber der Rest bekomme ich jetzt hier. Da. Na, und da haben wir schon wieder 5 Schrauben. Machen wir das gerade fertig. So. Hier noch den Müll mit, den restlichen. Set the Musicians ab. Jo, würde ich gerne machen, aber zuerst Tiere. Ich will das letzte Tier suchen. Set the Musicians ab. Da, Musicians. Muss ich alle platzieren? Kann ich die auch ein bisschen drehen? Nee, ich will die Musikgruppe haben. Kann ich die auch ein bisschen drehen? Ich möchte die ein bisschen... Okay, wenn er so ist, dann kommt er hier hinten in die Ecke. Kann ich die nicht ein bisschen... Oh. Wir rotieren. Party. Oh, da oben. Ich hab's entdeckt. Aber wenn ich schon mal hier stehe, will ich natürlich auch. Ah. Jo. Bitte. Richte den Starter ein? Ich mag was. Okay, richte den Starter ein. Das ist dann wahrscheinlich fürs Feuerwerk oder so ein Driss, ne? Oh Mann, ey. Bam. Gut. Erstmal dekorativ. Bisschen hier tätig werden. Von da. Nach da. Da. Ah, oh, das wäre so schön. Was soll ich wegmachen? So finde ich gut. Noch einmal dahin. Ist das schön. Und alles in diesem schönen, einfach nur weiß. Setup Decoration 90%. Ehrlich, das reicht ja schon an Dekoration. Ja gut, dann lassen wir es so. Ich hätte jetzt aber gerne mal geguckt, was gibt es denn noch so Schönes. Das ist ja auch schon Dekoration hier, oder? Ja gut, okay, wenn wir sowas nicht brauchen. Tische und Stühle? Nein. Hier... Ich meine, ein bisschen schöner sollte ich es schon gestalten. Was haben wir hier? Jo, finde ich schon mal gut. Fällt mir auch. Das ist ja auch zum Thema passend, ne? Aber ich würde es gerne drehen können. Kann man das irgendwie... Nee, kann man nicht. Jetzt steht es da. Ach, wisst ihr was? Ihr wolltet es so. Ihr wolltet, dass es mir egal ist. So, das ist der Starter dann jetzt, ne? Den Starter. Den setzen wir mal dorthin. Ja, dann kommt er dahin. Stelle den Timer ein.
Feuerwerk! Cool. Boah, ich bin so gut. Create your own show. Ja, und jetzt? Hab ich. Ja, back to your office. Ja, euch hätte ich gerne spielen gehört, ne? Mein Gott, du solltest zum Arzt gehen. Euch hätte ich aber gerne spielen gehört. Tür zu. Tür zu. Tür auch zu. Bob, mach's gut. Es hat mir Spaß gemacht bei dir. Und rein in den Van. Kann ich damit zufrieden sein? Ich denke schon. Das ist in Ordnung. Danke. Das war die erste Mission. Add to the wishlist. Join us. Ja, nein. Ich bin ein bisschen geschockt. Nicht mein Spiel. Ich bin froh, dass es jetzt zu Ende ist. Ich meine... Ich kann mir andererseits auch gut vorstellen, dass es anderen Menschen Spaß macht. Aber nicht mir. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Lasst ein Like da. Bis dann denn. Tschüss, Sikowski.